Willkommen zurück zu Assembly Line und heute starte ich die Tutorial-Serie. Ich werde in jeder Folge ein paar von diesen Sachen hier aussuchen. Vor allem gehe ich halt die ganze Liste durch und dann mache ich dazu eine kleine Maschine beziehungsweise später natürlich eine etwas größere und dann zeige ich sie euch und mache dazu halt ein Tutorial. Heute haben wir vor allem Circuits, Engines, Heaterplate und Coolerplate dabei. Vier kleine Sachen, das sollte eigentlich recht schnell gehen. Hier haben wir zwei Maschinen, also hier links oben. Das sind beide für die Circuits. Und ihr seht, die sind halt ein bisschen anders aufgebaut. Das obere hier, das ist wahrscheinlich für die, die ganz am Anfang stehen, am einfachsten, weil ihr für das untere hier vor allem den Splitter braucht und das könnte eine Weile dauern. Zudem braucht ihr auch hier die Möglichkeit, mehrere Ressourcen gleichzeitig zu produzieren. Deshalb ist das dann wahrscheinlich etwas für spätere Sachen. Und hier drüben haben wir dann die Motoren. Da ist wieder ein bisschen was verändert. Oben ist die einfache Version, unten ist dann natürlich mit Upgrades. Und hier haben wir, glaube ich, Heaterplates, ja, hier sind Heaterplates und Heater- und Coolerplates, die sind im Grunde gleich aufgebaut, sie brauchen nur etwas andere Ressourcen. Ich habe die trotzdem beide mal aufgebaut, damit ich die euch zeigen kann. Fangen wir jetzt an mit der ersten Sache und zwar mit den Circuits und dazu brauchen wir einfach drei Starter, die setzen wir so hin. Und dann klicken wir auf den Pfeil, auf das Häkchen drauf. Dann brauchen wir einen Crafter, den braucht ihr natürlich, um die dann im letzten Schritt herzustellen. Und ihr braucht auch zwei von diesen Wire Drawern und die packt ihr einfach daneben. Jetzt müssen wir die Wire Drawer noch drehen und zwar so, dass sie in den Crafter rein zeigen. Dann für das Einstellen, und zwar der linke obere Starter, der braucht einmal Kupfer, der mittlere braucht Gold und der rechte obere braucht auch Kupfer. Dann gehen wir in den Crafter und wählen hier die Circuits aus. Und wenn wir das Ganze mal laufen lassen, dann seht ihr, das stellt schon ganz schön fleißig diese Circuits her. Und das funktioniert. Jetzt können wir zur erweiterten Version gehen und das ist eigentlich ganz ähnlich aufgebaut, nur anders. Also der eine Wire Drawer hier wird von hier unten nach da oben verschoben und im Grunde haben die beiden die Plätze getauscht, weil hier war ja vorher der Starter mit den zwei Gold, mit dem ein Gold und jetzt ist der hier. Und so machen wir das auch, also wir schnappen uns wieder einen Starter, packen ihn dahin. Und wir packen hier einen Starter hin. Das ist dann so diagonal angesetzt. In der Mitte bleibt eins frei. Dann holen wir uns wieder die Wire Drawer. Da kommt dann einer in die Mitte und einer diagonal nach unten. Dann wieder ein Crafter, der kommt ganz in die Mitte. Und dann brauchen wir einen Splitter. Je nachdem, wie ihr es rumbaut, entweder ein Left oder ein Right Splitter. Ich benutze hier einen Right Splitter. Und dann müssen wir die beiden hier noch einmal umdrehen, damit das klappt. Der obere Starter, der bekommt Kupfer, und zwar zwei Stück. Der Splitter wird auf 1 und 1 ausgelegt, das heißt, es wird immer gleichmäßig aufgeteilt. Und der linke Splitter bekommt einmal Gold und der Crafter wieder ein Circuit. Dann lassen wir das auch mal kurz laufen. Und ihr seht, das funktioniert wunderbar. Der Vorteil von den unteren hier ist, dass sie weniger von den Startern brauchen. Und von den Startern hat man, ja, hat man die einzige Limitierung. Von allen anderen könnte man, glaube ich, unendlich viele bauen. Deshalb wäre es nützlich, ein bisschen einzusparen. Auch wenn es manchmal etwas mehr Platz braucht. Je nachdem, wie ihr es haben wollt, könnt ihr dann entweder das obere oder das untere nehmen.
So, jetzt kommen wir zu den Motoren. Und zwar haben wir wieder zwei Versionen. Die obere Version ist die einfache, die untere braucht ein bisschen Upgrades. Und ihr habt das vielleicht schon gesehen, ich habe das in meinen Maschinen so gebaut und dann habe ich in die Mitte noch ein paar von diesen Rollern gemacht, dahin. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber so ist es auf jeden Fall am platzeffizientesten. Ihr braucht nämlich nicht unbedingt die Roller. Ich habe es einfach gemacht, damit es so quadratisch ist und dann kann man es leichter mit einbeziehen. Also als allererstes haben wir ganz links den Starter mit Gold, dann in der Mitte einen mit Eisen und noch einen mit Eisen. Das habe ich gar nicht mal ausgewählt. Das macht dann ein Motor pro Sekunde. Und hier haben wir jeweils drei von diesen Cuttern, die dann jeweils die Goldteile, ja, die Ressource Gold in die jeweiligen Zahnräder dann umwandelt. Wir brauchen wieder drei Starter und die machen wir so in einem Dreieck. Und dann brauchen wir auch drei von den Cuttern, jeweils auch in einem Dreieck. Und dann einen Crafter in die Mitte. Jetzt müssen wir die hier noch drehen, sodass sie alle auf dem Crafter zeigen. Auf den linken machen wir Gold, da machen wir Eisen und nochmal Eisen. Ist im Grunde jetzt egal, weil das alles durch einen Cutter durchgeht und es nicht viel Unterschied machen würde. Aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Ich habe es einfach so gemacht und so ist es. Und in den Crafter kommt natürlich der Motor rein. Dann können wir es laufen lassen. Und dann sollte es gleich funktionieren. Da kommen schon fröhlich die ganzen Motoren raus. So, jetzt kommen wir hier zu der unteren Maschine. Die braucht genauso viel Platz. Und die braucht dafür einen von den Startern weniger. Wie gesagt, kann nützlich sein, wenn ihr nicht so viele Starter zur Verfügung habt oder ganz viele Sachen bauen wollt, dann könnte das hin und wieder mal nützlich sein. So, ihr braucht hier einen Starter und hier. Das ist so ein bisschen komisch, das ist einerseits diagonal, aber um eins versetzt und dann sieht das halt so aus. Dann brauchen wir wieder Cutter und die machen wir immer noch in so einem Dreieck, wie ihr sehen könnt. Und die umrunden dann den Crafter, der wieder genau in die Mitte kommt. Und jetzt brauchen wir wieder einen Splitter. Je nachdem wieder, ich nehme den Right Splitter. Und dann müssen wir die beiden Cutter an der Seite wieder in die richtige Richtung drehen. Der obere Starter, der bekommt natürlich Eisen, zwei Stück. Und der untere bekommt ein Gold. Und der Splitter wird auf 1 und 1 gesetzt. Dann starten wir mal. Oh, natürlich habe ich wieder vergessen, Motor reinzumachen. Und jetzt läuft die Maschine und spuckt fröhlich die Motoren aus. Kommen wir jetzt zu dem Heater Plate und zu der Cooler Plate. Die sind im Grunde beide gleich aufgebaut. Sie brauchen aber etwas andere Ressourcen. Hier sind es Diamant und Kupfer. Und hier sind es Diamant und Gold, sind aber genau gleich aufgebaut. Ich werde einfach trotzdem beide zeigen. Also ihr seht hier, das ist der Crafter in der Mitte und diese drei Starter außenrum und einen Wire Drawer. Wir bauen das natürlich hier nochmal, also ein Starter, noch zwei Starter und dann einen Crafter genau in die Mitte und wieder ein Wire Drawer daneben. Wir drehen diese Sachen hier wieder um. Das linke hier wird auf Diamant gestellt, das obere auf Kupfer und das hier auch nochmal auf Kupfer. Dann kommt hier der Crafter dran und das ist ein bisschen komisch, die Heater Plates und Cooler Plates sind weiter unten, als sie eigentlich sein sollten. Aber na gut, das ist jetzt so und dann starten wir das mal und da kommen auch schon die Heater Plates raus. Jetzt haben wir hier auch noch die etwas verbesserte Version. Die braucht dann einen Starter weniger, wie bei allen hier. Und zwar brauchen wir da zwei Starter direkt übereinander. Und dann brauchen wir einen Wire Drawer hier, einen Crafter in der Mitte, einen Roller über dem Wire Drawer und einen Splitter. Wieder je nachdem. Ich benutze wieder einen Right Splitter. Und dann drehen wir das Ganze genau so hin.
Die oberen Sachen müssen nach rechts zeigen. Das zeigt normal nach unten, nach links und wieder nach rechts. So, in den oberen kommt Kupfer zweimal. In den unteren kommt Diamant. Das wird hier auf 1 und 1 aufgeteilt. Und in den Crafter kommt wieder die Heater Plate. Dann lassen wir es mal laufen. Und da kommen auch schon die Heater Plates raus. Das heißt, es hat funktioniert. Und jetzt gehen wir rüber zu den Cooler Plates. Die sind nämlich fast genauso aufgebaut. Jetzt haben wir die Cooler Plates. Die brauchen statt einen Kupfer oder zwei Kupfer, brauchen die zweimal Gold. Wir haben wieder die beiden Versionen. Sind komplett gleich aufgebaut wie die Heater Plates, bis auf die Ressourcen. Wieder brauchen wir hier drei von den Startern und einen Crafter in der Mitte und einen Wire Drawer daneben. Wir drehen die wieder so rum und diesmal nehmen wir halt Gold hier und hier. Die oberen beiden sind mit Gold und der linke ist mit Diamant. Dann wählen wir wieder aus und zwar diesmal Cooler Plate und lassen es mal laufen. Und dann sollte es funktionieren. Ja, das sind die Cooler Plates. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt bauen wir noch die verbesserte Version. Für die verbesserte Version wieder zwei Starter und einen Crafter unten in die Mitte und ein Wire Drawer daneben. Ein Roller über dem Wire Drawer und weiter unten den Right Splitter. Und dann drehen wir die Starter, drehen den Splitter und einmal den Wire Drawer dreimal. Dann haben wir es, hier kommt Diamant rein in den unteren. In den oberen benutzen wir Gold und zwar zwei Stück und der Splitter kommt auf 1 zu 1 und da kommt die Cooler Plate rein. Dann lassen wir es mal laufen und da kommen schon auch die Cooler Plates raus. Das heißt, es hat funktioniert und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!